Von dicken Amis zu einem sehnigen Deutschen. Dem neuen Audi TTS Roadster. Wir wollen wissen, wie viel Go-Kart-Feeling steckt im offenen TTS. Ein Rennen gegen ein waschechtes Rennkart soll Klarheit bringen. 1,5 Tonnen gegen gerade mal 100 Kilo. Hat Matthias da überhaupt eine Chance? Was? Wieso schaltest du denn nicht? Alter, das glaube ich nicht. Doch erstmal zurück auf Anfang. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, das haben wir uns auch gedacht, als wir Mallorca gehört haben. Aber Pustekuchen, die sind gerade mal 10 Grad plus. Und das Einzige, was hier wie die Sonne scheint, ist der brandneue Audi TTS Roadster. Ist aber auch egal, denn A, gibt es auf Mallorca sensationelle Straßen. Und B, hat der hier eine ordentliche Nackenheizung. Und was er sonst noch so drauf hat, das gucken wir uns jetzt mal an. So, auf geht's. 310 PS und in 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Von den Beschleunigungswerten spielt der TTS in einer Liga mit dem Porsche Carrera. Dank Doppelkupplungsgetriebe lädt er die Gänge im Eiltempo durch. Und der Quattro-Antrieb sorgt für die entsprechende Bodenhaftung. Aber macht so viel Perfektion überhaupt noch Spaß? Der normale TT hat ja nur Frontantrieb. Und diesen Allradantrieb merkt man extrem schön. Woran? Dieses Fahrzeug hat null Traktionsprobleme. Der hat immer Grip, also zumindest bei Trockenheit überhaupt kein Problem. Das Schöne ist, bei einem Fronttriebler spürst du ja immer im Lenkrad die Antriebskräfte. Und das ist, selbst wenn du hier in der Kurve im zweiten Gang drauf gehst, da ist nichts. Dieses Auto ist so perfekt und es fühlt sich alles so scharf an, wie bei so einem mega neu geschliffenen Messer, dass es schon fast ein bisschen zu perfekt ist. Aber Perfektion macht in Verbindung mit Emotion erst richtig Spaß. Deswegen steht jetzt die Launch Control auf dem Zettel. Okay. Launch Control aus dem Tunnel. Okay, ja, also das geht sehr, sehr flott. Wie sich diese Gangwechsel anhören. Ich finde den gut. Und offen ist er noch besser als das Coupé, finde ich. Apropos offen. Laut Hersteller öffnet und schließt sich die Stoffmütze in nur 10 Sekunden. Und das bei bis zu 50 km/h. Ein super wichtiger Punkt natürlich beim Cabrio ist das Verdeck. Und da hat Audi, finde ich, ganze Arbeit geleistet. Jetzt habe ich die Parkbremse angezogen, anstatt das Verdeck aufzumachen. Die Knöpfe sind nämlich direkt nebeneinander. Ja, sah gerade ein bisschen komisch aus, ne? Man macht ja nichts. Also zurück zum Verdeck. Das dauert nur 10 Sekunden, das auf und zu zu machen. Wir gucken mal rein. Ich drück mal drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fertig. Und es gibt noch eine neue technische Spielerei mit an Bord. Eine Geschichte, die man machen kann, damit ein bisschen wärmer bleibt. Ein elektrisches Windschutz. Und das hilft tatsächlich noch mal richtig gut für hier hinten. Also da hat es so ein bisschen gezogen, hier so an der Seite. Und da zieht es jetzt gar nicht mehr. Also, Heizung auf 24 Grad, Sitzheizung auf 3, Luftschal auf 3, Windschutz nach oben, dann fühlt es sich fast an, als wenn man gar kein Cabrio fahren würde. 54.450 Euro kostet der Roadster mit S-Tronic-Getriebe. Wie auch das Coupé hat der neue Roadster LED-Scheinwerfer, den mächtig aufgeblasenen 2-Liter TFSI-Motor und das riesige Virtual Cockpit mit an Bord. Ein Technikfeature, auf das die Konkurrenz wohl neidisch sein dürfte. Vergleichbare Mitstreiter sind zum einen der Nissan 370Z und der Porsche Boxster S. Der Porsche ist das Premium-Produkt unter den Cabrios. Er kostet jedoch auch deutlich mehr als der TTS Roadster. Dafür punktet der Boxster S mit seiner Wertstabilität. Im Vergleich zur Konkurrenz, wenn man jetzt mal den Porsche Boxster S nimmt, der hat ein bisschen mehr Leistung noch jetzt als der Audi TTS. Aber gut, das ist halt auch ein Porsche, ein Sechszylinder hinten drin. Und ja, gut, der kostet auch noch mal 10.000 mehr, ne? Aber ist halt auch ein Porsche. Der Nissan 370Z kann mit den Technik-Highlights des Audi nicht mithalten. Dafür kostet er aber rund 13.000 Euro weniger als der Audi. Das ist mal richtig viel Geld weniger, was ich dafür bezahlen muss. Krieg einen reinrassigen Hecktriebler, mit dem man driften kann wie ein Weltmeister. Also das ist schon auch was, was man sich überlegen kann. Ein gängiges Manko bei Cabrios ist die Verwindungssteifigkeit.
Dem Roadster aus Ingolstadt wurde deswegen ein knüppelhartes Korsett verpasst. Die Verwindungssteifigkeit bei Cabrios merkt man immer ganz gut, wenn man über so 30er-Hube drüber fährt, weil dann knirscht es manchmal so im Gebälk. Vor allen Dingen, wenn man schief drüber fährt. Das machen wir jetzt mal. So. Nichts. Es knistert gar nichts. Ist natürlich klar, wenn die Räder quasi unterschiedlich belastet werden, dann geht das natürlich bis zu einem gewissen Grad über die Federung, dass es ausgeglichen wird, aber irgendwann ist die Federung am Ende. Und dann wird die Karosserie richtig belastet und so verwindet. Und das sorgt dann dafür, dass das hier knarzt. Das Armaturenbrett passt dann quasi nicht mehr zur Karosserie und deswegen fängt das an zu knarzen. Aber das haben wir hier 0,0, also ist die Karosserie sehr steif. Aber wie schlägt sich das Cabrio im Alltagsgebrauch? Zum Beispiel, wenn man verreisen möchte. Auch wenn der TT natürlich ein echtes Spaßauto ist, muss er natürlich auch irgendwie alltagstauglich sein. So, da sind 280 Liter. So sehen die aus. Ah, wie groß ist das? Passt dieses Gepäck da, das hier alles da rein? Das hier ist das Gepäck für zwei Personen, locker für eine Woche, würde ich jetzt mal sagen. Riesengroßer Koffer. Der geht super easy da rein. Das finde ich schon mal echt verwunderlich. Dann kann man den noch so schieben und dann geht der da so richtig tief rein. Der Kofferraum ist da richtig weit drin. So, der ist schon fast weg. Dann, das hier reicht auch locker für eine Woche. Ein Mann könnte damit zwei Wochen auf Safari gehen. Auch die geht natürlich richtig weit da rein. Und dann haben wir hier noch so einen typischen Board-Trolley. Mann, zwei Wochen in Urlaub. Der geht da noch so rein. Die Frage ist nur, geht das jetzt noch zu? Ja, also 280 Liter reichen locker für zwei Wochen. Der ist praktisch, der Bock. Alltagstest bestanden. Aber jetzt kommt die Härteprobe. Wie viel Go-Kart-Feeling steckt im TTS? Das wird Matthias auf der Rennstrecke gleich am eigenen Leib erfahren. Sein Gegner macht sich schon mal warm. Albert Koll, 21 Jahre jung und Mallorcas Hoffnungsträger, ein ganz großer Rennfahrer zu werden. Er hat sich heute viel vorgenommen. Matthias, ich mach dich fertig. Das lässt sich Matthias nicht zweimal sagen. So, das ist also der Fernando Alonso vom Ballermann. Sag Albert. Hallo, Matthias. Hi, schön, dich kennenzulernen. Du siehst sehr schnell aus und dein Kart ehrlich gesagt auch. Das stimmt, das Kart ist sehr schnell und ich bin ein sehr schneller Fahrer. Was sind denn deine offiziellen Titel? Ich bin dreimaliger Balearen-Champion. Okay, schon gut, ne? Albert hat ehrlich gesagt schon einen ziemlich ernsten Eindruck gemacht. Also der ist hier nicht hergekommen, um so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen rumzueiern auf der Rennstrecke. Der ist dreifacher mallorquinischer Meister, also er wird schon wissen, was er tut. Aber weißt du was? Du startest nicht mit dem Rennkart. Warum nicht? Auf Mallorca muss man mit einem Touri-Kart fahren. Oh Gott, mit dem da? Na gut, kein Problem. Okay, no problem. Kein Problem, na dann viel Glück. Game on! 9 PS, Topspeed 80 km/h. Klingt wenig, sorgt aber für schnelle Kurvengeschwindigkeiten, wenn das Kart erstmal rollt. Albert wähnt sich siegessicher. Ich werde Matthias platt machen, weil das Kart in den Kurven einfach schneller ist. Vielleicht hat das Auto auf den Geraden einen Vorteil, aber ich bin der bessere Fahrer. Die beiden Kontrahenten rollen in Richtung Start. Und das ist ihr Parcours. 1,6 Kilometer lang, 7 Kurven, eine Schikane. So haben beide Fahrzeuge faire Bedingungen für das Rennen. Die Renndistanz beträgt eine Runde. Wir haben jetzt einen fliegenden Start. Und die junge Dame, die wird uns das Startzeichen geben, wenn die Fahne fällt, ist der Start freigegeben. Ab dann darf überholt werden. Los geht's. Da ist er ein bisschen früher ans Gas gegangen. Alles klar. So. Alter. Oh, Alter, der hält ja voll drauf da in der Kurve. Das ist ja auch Alberts einziger Trumpf im Ärmel. Und mit dem will er Matthias das Leben schwer machen. Oh, wow. Hallo, was ist denn da los? Der fährt ja genauso schnell durch die Kurve. Ja, aber jetzt kann ich easy vorbeiziehen. Da spiele ich die Turbo Power aus. Albert versucht, alles aus seinem Kart herauszuholen. Aber Matthias TTS ist einfach zu schnell. Während ich den dreifachen mallorquinischen Meister hier nass mache, kann ich noch entspannt reden und werde trotzdem Erster. Yes!
Also, dass er sich darauf eingelassen hat, das fand ich schon ziemlich mutig. Also, das war sehr schnell zu sehen, okay, der hat keine Chance gegen den Audi. Ein zu einfacher Sieg für den Geschmack unseres Grip-Moderators. So. Das war ziemlich eindeutig, Albert. Ja, so. Ich gebe dir noch eine zweite Chance. Mit dem Race Card. Wir versuchen es mal. Aber wenn du jetzt gewinnst, dann zählt trotzdem mein erster Sieg. Machen wir das hier. Alberts Race Card hat es in sich. 34 PS und 100 Kilo leicht. 140 km/h Topspeed. Ob sich Matthias bei dem Leichtgewicht nicht selbst ein Ei gelegt hat? So, Leute. Jetzt wird's ernst. Jetzt fahren wir gegen das Rennkart. Das Gerät wiegt nur 100 Kilo, hat 30 PS. Und da muss ich, glaube ich, der TTS schon ganz schön lang machen. Es sind sogar 34 PS, Matthias. 3, 2, 1, 0. Matthias legt einen perfekten Start hin. Der Start war unfassbar. Launch Control vom Allerfeinsten. Aber das Kart hat deutlich weniger Kilos zu bewegen. Zack, 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 zack. Eieiei, wie nah ist der denn jetzt? Albert gibt alles und saugt sich in den Kurven an den Audi ran. Ein Kopf-an-Kopf-Duell. Da ist er! Da ist er! Hat sich wirklich sehr, sehr schnell immer näher an mich rangepirscht und ich musste alles geben, dass ich ihn hinter mir halte. Also, shit, wieso ist der denn so schnell? Albert nimmt das Messer zwischen die Zähne und tatsächlich, er überholt Matthias in der Kurve. Was, wieso schaltest du denn nicht? Alter, das glaube ich nicht. Wie ist er denn jetzt gerade an mir vorbeigezogen? Hallo, 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 Wahnsinn! Das gibt's nicht. Da hilft kein Rumheulen, jetzt musst du angasen. Matthias beschleunigt auf der Geraden voll durch. Oh Mann, Matthias ist so schnell auf den Geraden. Matthias versucht seinen Vorsprung auch in den engen Kurven weiterzuhalten. Doch bis zur Zielgerade bleibt es verdammt knapp. Noch ist alles möglich. Was ist los, Albert? Was ist los, mein Junge? Yes! Leute, ich hab gewonnen! Ich habe gegen das Rennkart gewonnen! Dass ich das Rennen jetzt gewonnen habe, ist ziemlich unglaublich, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, dass er mich aufschnupft und als erster über das Ziel fährt. Aber ich habe das irgendwie so hingerettet. Hey, Albert, ist was kaputt gegangen? Nee, du hattest einfach nur einen wahnsinnig guten Start. Ja, das stimmt. Mein Start war ziemlich gut. Aber ich sag dir was, wenn das Rennen über 2 oder 3 Runden gegangen wäre, hättest du gewonnen. Ja, das Kart ist richtig schnell. Naja, so hab ich halt gewonnen. Schönes Wochenende. Ja, danke. Tschüss. 2 Siege konnte Matthias mit dem neuen Audi TTS Roadster auf der Rennstrecke einfahren. Nicht schlecht.